So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht weiter. Nächste Mission, Plasma-Mission ist... Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Scroll. Parkweg. Das ist ja ekelhaft. Ich mag die Mission nicht. Dafür würden sich eigentlich wieder die Nagelminen ganz gut eignen. Ich habe nur viel Bock, nochmal die Nagelfabriken zu benutzen. Mach ich auch. Vorher werden wir noch ganz kurz zum Affenlabor. Die letzte Stufe der Fähigkeitsabgephase, was natürlich für meine Nagelstürme ganz gut ist. Verkürzt die Abgephase deiner aktivierten Fähigkeiten um 30%, aktueller Bonus 28%. 70 Münzen, zack. Und damit haben wir alle Upgrades erreicht. Das heißt, jetzt fehlt nur noch das Startleben, was einfach bei Unplatz war, für mich einfach überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich werde es natürlich trotzdem scannen, wenn ich genügend Coins habe. Gut, damit haben wir alle bis auf dieses maximiert. Den Erfolg kriegen wir dann, sobald wir die Mission abgeschlossen haben, die nächste. Das ist halt leider immer so. Ein wenig verbuggt. Aber was soll's. So, Parkweg, Platzkonzert. Und auf geht's. Hier eignet sich halt überall wirklich eine Dings reinzusetzen. Überall Nagelfabriken, das macht Fun. Wird Laune machen auf jeden Fall. Natürlich, ne, wieder, kennt ihr ja. Unsere Standard-Spezialagenten. Wir werden auf jeden Fall gleich mal neue Spezialagenten kaufen. 3, 4, 5 Stück rein. Damit die sich ein bisschen besser erholen. Und den Radadaktyl machen wir ja auch mal hin. Bienenzüchter, denke ich mal, ist jetzt erstmal noch nicht notwendig. Ja, mag ich sowieso nicht so. Ich muss mir noch ein paar mehr kaufen. Radadaktikum meinetwegen ein paar. Dann die Stammesschildkröten. Muss mich auch wieder ein bisschen was kosten. Bloons Untergangsgeräte, ach warum nicht, komm raus. Admin-Spion werden sie auch so oft. Der ist ja auch nicht schlecht, ne, der Admin-Spion. Und natürlich hier Blumenbeerenbusch, den werden wir mal auf 150 oder 200 kaufen, mal gucken. Ich meine, ich kann ja Kohle ausgeben, interessiert mich ja eh nicht mehr. So, machen wir 150. Zack. Bienenzüchter eher nicht so, wütendes Eichhörnchen, ja, kann man machen, zack. Was kann der? Ah ja, er entlarvt Hamluns und lässt Blablons wachsen. Wenn er böse ist, das wieder Eichhörnchen, dann macht es richtig schön Damage. Und super Affenstürme brauche ich natürlich auch noch ein paar. Kann man nie genug haben davon, einfach mal ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. Und die, gut, die restlichen, die brauche ich jetzt ja nicht so. Und damit würde ich sagen, geht's einfach mal los. Und das erste Ei knackt gleich. Da müssen wir irgendwo einen Riss sehen oder irgendwie da wackelt's, ja. Da hat's gewackelt. Keine Ahnung, wo ich den jetzt hinsetzen würde. So. Ich denke mal, die kommen auf jeden Fall erstmal schon ziemlich weit. Leider auch hier wieder immer noch. Ah ja, siehst du, immer aktiv. Ich verstehe das nicht, das ist total unnütz. Warum ich jetzt den Erfolg bekommen habe für den Skill mit der Fähigkeitsabgephase. Ich raff's nicht. Aber gut. Ich brauche noch nicht verstehen, das Game ist in bestimmten Hinsichten nicht ganz so optimal, logisch. Hier, genauso wie das hier keine Popcorns sind, das ist genauso unlogisch. Warum nicht? Warum sind da keine Popcorns? Das Ding würde ich ganz gerne wissen, wie viele Popcorns das hat. Ihr seht ja schon, das macht ja die ganze Zeit Schaden gerade und nicht allzu wenig, denke ich mal. Ne, wenn es ja nicht durchkommt. Und die halten ja schon eine ganze Menge ab an Bloons. Wird auf jeden Fall wieder eine interessante Map werden. Und ja, interessante Mission, wenn ich hier wieder mit den Nagelfabriken, ja, schon 10 kostenlose Nagelsperren bekomme. Ah, langsam haben die Radadaktyls genug und müssen sich erstmal ein bisschen ausruhen. Und der letzte gleich auch noch. Das war wahrscheinlich das letzte Ei gewesen. Es hat noch ein bisschen Kapazität, bevor es zurück muss. Jetzt ist es weg. Jetzt kommen meine normalen Bloons wieder. Und da kommt schon der nächste Radadaktyl. Sehr schön. Genug Pause gemacht, hä? Also ich muss sagen, durch diese Affenlabor-Skills macht es das Spiel schon wesentlich einfacher. Gerade der Verkaufspreis ist so wahnsinnig krass. Man kann einfach so Reselling betreiben von den ganzen Gebäuden, ohne wirklich schlechtes Gewissen zu haben. Man hat sehr viel Geld verpulvert, weil es ist einfach nicht so. Man spart so viel, also man kann halt so viel mehr Taktisches machen, wenn man diesen Verkaufspreis von 98% oder 99% hat. Ist schon echt heftig.
So, wir machen aber weiter mit den Bananenplantagen. Na, wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Kohle hier. Der hier kann dann schon mal auf den stärksten gehen. Ja, die können wir kaputt machen, easy. Jetzt haben wir 4 davon. Und ich denke, ich werde hier auf jeden Fall gleich die Nagelfabriken hinsetzen. Wirklich mal als erstmal so provisorisch ein bisschen, damit wir hier unsere Bananenrepubliken weiter ausbauen können. Erstmal eine reicht mal, denke ich. So, können wir hier Bananenrepublik bauen. Gleich die nächste Bananenrepublik. Mal bis 36, bis 40 habe ich noch Zeit. Bis die wirklich starken Gegner kommen, die Moabs. So, nächste Bananenrepublik. Ist auf jeden Fall schon mal eine Map, die einfacher zu spielen ist als die andere, finde ich, als Z-Faktor. Ah, da wird's rageig. Und nochmal rageig. Und nochmal rageig. Meine Fresse, wirft da schnell die Eicheln. Huiuiui. Bäm. Bäm. Und der läuft durch. So. Ich denke, nächste Runde werden wir dann alle Bananenrepubliken haben. Und dann fängt's an mit dem Nagelfabriken bauen. Kann man super am Anfang hier die Dings setzen, die Mob-Schreddernägel, das was ja bei Z-Faktor nicht so optimal ging, weil ich die nicht so super reinsetzen konnte. Da kommen aber viele. Na toll, jetzt kommen wir Keramiks. Okay. Dann ist jetzt wirklich Zeit, Nageldinger zu bauen. 7 mal 40, 280 mal 4 sind wir bei über 1000 pro Runde, die wir durch die Dings bekommen. Durch die Plantagen. Schon mal ganz ordentlich. Und die teilen sich dann schön auf, noch die normalen Blumen. Das ist wirklich gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit, dann Nägel zu produzieren. Auch wenn es länger dauert, die Folge ist nicht so schlimm. Das passt ganz gut, finde ich. Passt wirklich ganz gut. Heiße Nägel natürlich, dass die ja nicht durch meine Nägel halt durchlaufen können. Ohne zerstört zu werden. Noch schneller Produktion. Ich werde sie erstmal auf 2-2 machen. Viel auf 2-2. Und dann später entscheiden, wo ich das dann hinsetzen werde. Also welche Mobschreddernägel werden, welche Nagelbälle werden. Wahrscheinlich wird der innere Kreis, ja, der hier, dieses C mit der Nagelfabrik hier, wird einfach komplett Nagelbälle werden. Und das davor wird Mobschreddernägel werden. Ihr habt ja gesehen, ich habe bei der einen Mission Z-Faktor durchaus einige Nagelstürme gehabt und trotzdem hat es nicht viel gebracht. Werden wir hier vorne noch eine hinsetzen. Hier kommen ja mal sehr viele Bloons hin. Wow, kommen sie schon. Okay. Der Blumenbusch muss mal was abhalten, ne? Verdammt nochmal. Es ist ja unfassbar, dass die jetzt schon kamen, die Mobschreddernägel. Die Mobs meine ich natürlich. Ich brauche die Mobschreddernägel jetzt schon. Alles ein bisschen günstiger gemacht hier. So, hier kommen wir für Mobschreddernägel hin. Die ganze, wie gesagt, der äußere Kreis wird Mobschreddernägel komplett, denke ich. Und der innere Circle wird dann einfach normal Nagelbälle werden. Ja, da konntest du nichts machen, war du Affenbauer. Ja, lass mal die Blumenbüsche, ist okay. Hier kommt dann langsam eine Nagelbälle hin. 2460 ist ja in Ordnung. Ja, nicht, dass er die da oben hinsetzt. Das wäre ganz ungünstig. So, jetzt sollten die nicht mehr so einfach da durchkommen. Ich denke mal, die Runde auf jeden Fall nicht. Oh, heiße Nägel, wunderbar. Und dann die nächsten Nagelbälle.
So, Runde 46, der erste BFB. Ich mache hier noch schnell eine Produktion. Ja, der auf jeden Fall die normalen Wunsch, dass wir die dann alle abhalten können. So, leider keine Popcounts, aber jetzt sind wir schon bei 9000, 10.000, fast 3500, 3000. Also, wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Also, ich denke mal, der Radadaktyl wird auch schon wahrscheinlich 10.000 Popcounts haben. Auch wenn es natürlich nicht angezeigt wird, was sehr, sehr ärgerlich ist. Nagebälle. Sehr, sehr schön. Vor allem, die produzieren ja hier oben nochmal für hier unten. Das heißt, selbst wenn dann Mobs durchkommen sollten und sie hier langlaufen, haben sie trotzdem nochmal Mob-Schreddernägel, die sie einfach zerstören werden. Nagelfabriken sind auch einer meiner Lieblingstürme. Ich habe so viele Lieblingstürme. Oh, Mob-Schreddernägel nochmal, ein dritter. Wäre natürlich alle günstiger durch mein Affendorf, ne? Das ist halt sehr, sehr praktisch. Da spart man halt wirklich einiges an Gold. Wir sollten mal langsam einen Nagelsturm bauen, denke ich. Brauche ich noch ein bisschen Gold. Zwei BFBs kommen jetzt. Ich glaube, die setzt auch vieles nach unten, ne? Habe ich das Gefühl. Alter. So viele Keramiks, da müssen wir auf jeden Fall in den inneren Kreis noch viel, viel mehr nageln. Na, wobei, hier haben wir schon wahnsinnig viele. Diese Map ist einfach so prädestiniert für Nagelminen. Was kann es für eine geilere Map geben, außer Z-Faktor, wenn sie breit genug wäre? Ach, du Kacke. Für Nagelfabriken. So, mach mal keinen super Sturm hier. Alles okay. Alles gut. Alles gut. Muss halt schon aufpassen. Ziemlich aufpassen. War das auch noch in der Range drin gewesen? Bam, 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 bam. Und da seht ihr, die ganzen Moabs lösen sich auf. Bis sie hier unten langkommen, die ganzen normalen Bloons, die ganzen Keramiks, alle werden zerstört. Bing. Ah, auch schon 4.000, 5.000, 13.000, also ist einfach mal schon 22.000 Popcounts durch die drei Spezialagenten hier. Und der natürlich auch noch der mysteriöse Radadaktyl, wo keine Sau weiß, wie viel Schaden er wirklich macht. Also wir wissen auf jeden Fall, er macht überhaupt Schaden, das ist schon mal wirklich gut. Weil wir ja sehen, dass er ja welche kaputt macht. Aber wie Schaden genau, das ist halt unbekannt, das weiß halt keine Sau. Warum kommen da so viele durch? Ah, mein Blumenbeerbusch, der hält es durch, ne? Hält es durch, alles gut. Ich brauche auf jeden Fall Nagelstürme jetzt, denke ich. Das ist ganz wichtig. Verstehe nicht, warum. Es sind so viele Nagelminen und die kommt trotzdem durch, oder? Ist ja easy. Für die Gegner. Schon sehr heftig. Und jetzt 30% geringere Abklingzeit. Also, ne? Es geht schon wesentlich schneller. Als halt zu dem Ungeskillten. Im Vergleich zum Ungeskillten. So, die Blumenbüsche haben schon. Ach, ich habe ja 5 Stück. Da passen so viele rein, meine Güte. Wollen wir gar keine Sorgen machen. Bis zur 63. Runde möchte ich ganz gern alle Dings haben. Alle 5 auf Nagelstürme. Sollte ich auch easy hinkriegen, denke ich. Ich verstehe die Nagelfabrik hier unten noch nicht so richtig, warum ich die da hingesetzt habe. Und das Gute ist, hier ist diese Map nicht so auseinandergezerrt wie bei Z-Faktor. Sondern hier erreichen die Nägel viel früher. Heißt, die verschwinden nicht ganz so unnütz. Die ganzen Nägel durch den Nagelsturm.